Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Die Gemeinde, der Predigttext, den ich herausgesucht habe für diesen Gottesdienst zum Thema Sünde, er spielt vor etwa 3300 Jahren. Ich muss Ihnen so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen, damit ich Sie mitnehmen kann, damit Sie die Verse richtig verstehen. Mose war gestorben, Josua hatte jetzt das Volk ins gelobte Land hineingeführt. Da gab es die ersten Schwierigkeiten, die ersten Völker, die sich Israel entgegenstellten, vor allen Dingen eine große, gewaltige Stadt, Jericho. Wir befinden uns im Jahre 1300 vor Christus. Das Volk Gottes ist über den Jordan gegangen, hat die erste Stadt eingenommen, die ersten Hindernisse genommen und Jericho eingenommen durch ein großes Wunder. Sie kennen die Geschichte, wie sie da eine Woche mit den Posaunen um Jericho herumgelaufen ist. Jericho ist gefallen. Weil es ein großes Wunder Gottes war, stand alles, was bei diesem Sieg über Jericho angefallen ist, an Beute, an Menschen, an Gold, an Silber, stand alles Gott zu. Und niemand durfte sich davon etwas nehmen. Aber ein Mensch, der hat sich daran gehalten aus dem Volk Israel, ein Mann namens Achaz. Und er nimmt etwas Gold, etwas Silber und einen Mantel an sich. Und dann schreitet das Volk Israel weiter voran. Sie wollen jetzt weiter und müssen weiter das Land Kanaan in Besitz nehmen und es erobern. Jetzt kommt eine ganz kleine Stadt, die liegt auf ihrem Weg. Man muss sich das so vorstellen, ich sage das jetzt beim Fußball, da verstehen die Leute die Dimension, als wenn Werder Bremen mittwochs Real Madrid 8-0 schlägt. So war der Sieg etwa über Jericho. Und jetzt am Samstag sollen sie spielen gegen TuS Neustadt halt hier, so ein ganz kleiner Verein in der Kreisliga. Da sagt man ja, die putzen wir dann ja zwei- oder dreistellig weg, gar kein Thema. Da hat dann Josua auch gesagt, da schicken wir gar nicht alle Leute hin zu dieser nächsten Stadt nach Ai. Das ist ja gar kein Problem. So ein kleines Städtchen, die radieren wir so aus mit Gottes Hilfe, gar kein Thema. Und da geht nur ein ganz kleiner Teil des Militärs hin und die wollen Ai erobern, aber da erleben sie eine krachende Niederlage. Da werden viele hunderte Israeliten getötet und jetzt ist Josua ganz verzweifelt. Er weiß nicht, warum das denn jetzt? Wie konnte das denn passieren? Hat Gott den Segen weggezogen und warum hat er das getan? Und Gott macht ihm dann deutlich, ja, ich habe den Segen weggezogen. Und ihr macht keinen Millimeter Landgewinn mehr hier im gelobten Land, wenn ihr nicht die Sünde tilgt. Denn es ist Furchtbares passiert, als ihr Jericho eingenommen habt. Und dann wird durch einen langen Prozess eruiert, wer denn der Schuldige ist, wer sich da vergangen hat an dem, was Gott gehörte, wer die Gebote Gottes übertreten hatte. Und dann wird Achan gefunden. Es wird ausgelost und es wird klar, Achan ist derjenige, der schuldig ist. Und da setzt dann jetzt unser Predigttext ein, den ich mitgebracht habe, Josua 7. Wir wollen hören auf die Verse 24 bis 26. Da nahmen Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte. Und sie führten sie hinauf bis ins Tal Achor. Und Josua sprach, weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen. Der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zornes, daher nennt man diesen Ort Tal Achor bis auf diesen Tag. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns jetzt diese drei Verse, diese harten, schwer verständlichen Verse aus dem Alten Testament und wir wollen darüber die Predigt hören. Und wir wollen dich bitten, dass du uns die Bedeutung dieser Verse für unser Leben öffnest, auf dass wir gesegnet werden durch dieses dein Wort. Das wird nur dann gelingen und geschehen können, Herr, wenn du dieser Predigt deinen guten Geist schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ihr Gemeinde, ich muss Ihnen jetzt nochmal so einen Gedankensprung zutrauen. Ich möchte Ihnen eine kurze Geschichte erzählen von meiner Frau und mir, wie wir vor 17, 18 Jahren einmal aus dem Urlaub gekommen sind. Wir standen in Frankfurt am Flughafen, hatten einen wunderbaren Urlaub in Griechenland hinter uns gebracht und warteten nun auf unser Gepäck. Wir waren im Gepäckband stehen, da laufen all die Koffer drumherum und auf einmal liegen da so ein paar Socken, auf einmal liegen da noch ein paar Schuhe
Und ich denke bei mir so, meine Güte halt nicht, da hat einer irgendwie seinen Koffer nicht richtig gepackt. Und sage noch zu meiner Frau, ja, da ist einer ein bisschen schusselig gewesen. Und wie das so weiterläuft, und ich bin ja so ein bisschen distanziert, ist ja nicht meine Geschichte, sagt meine Frau auf einmal, du, das ist doch dein T-Shirt. Eben noch war ich ganz distanziert, ist doch nicht meine Sache, irgendeiner hat ein bisschen Pech gehabt, nicht? Und auf einmal merke ich, das sind ja meine Klamotten. Und zum Gelächter all der anderen Leute, die da rumstanden, musste ich dann einzeln meine Sachen aufklauben. Jemand hatte meine Reisetasche aufgeschlitzt, nach Wertvollem gesucht und dann alles Mögliche auf das Band geschmissen. So ist das manchmal im Leben. Man denkt, naja, damit habe ich überhaupt nichts zu tun, man wirft das weit weg. Und auf einmal stellt man fest, das ist ja ganz nah, das hat ja doch was mit mir zu tun. Warum erzähle ich Ihnen diese Begebenheit am Frankfurter Flughafen? Nun, bei diesem Text, den wir eben gehört haben als Predigtext, ist es ganz ehrlich. Ganz ähnlich. Wenn man beim ersten Drüberlesen so ehrlich zu sich selber ist, sagt man, habe ich da nichts mit zu tun. Das ist eine historische Begebenheit damals, vor über 3000 Jahren. Eine furchtbare Geschichte, die da dem Achan und seiner Familie passiert ist, dass sein Vergehen so brutal und hart gesühnt wurde. Aber bitteschön, was hat denn das mit mir zu tun? Aber beim genaueren Hinsehen, wenn man als Christ sieht und der Geist einem das offenbart, dann merkt man, das hat ja ganz viel mit mir zu tun. Die Sünde Achans, das sagt ja eine ganze Menge auch über meine Sünde auf. Und auf einmal wird das zu meiner Geschichte. Und darüber möchte ich jetzt predigen, dass die Sünde damals, die der Achan getan hat, nichts anderes ist als die Sünde, die wir heute tun. Und so habe ich die Predigt überschrieben, Sünde damals und heute. Und ich hoffe, dass Sie sich in diesem Text und in dieser Predigt wiederfinden können. Sünde damals und heute, und 4 Punkte habe ich mitgebracht von diesem Text ausgehend. Erstens, Sünde erregt den Zorn Gottes. Zweitens, Sünde hat häufig mit Habgier zu tun. Drittens, Sünde muss im Volk Gottes ausgemerzt werden. Und viertens, Sünde wird durch den Tod des einen getilgt. Das erste, Sünde erregt den Zorn Gottes. Das Kapitel 7, ich empfehle Ihnen einfach nochmal die Kapitel 5, 6, 7 zu lesen in der Bibel zu Hause. Das beginnt damit, dass es dort heißt, da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Über dieses Vergehen, das der Achan getan hatte, dass er da Dinge an sich genommen hatte, da entbrannte der Zorn des lebendigen Gottes über das ganze Volk. So furchtbar, dass er sie nicht mehr andere Städte erobern ließ. Und auch hier in dem Predigtext lesen wir es halt, diese Steinigung geschieht, damit der Herr sich abkehrt vom Grimm seines Zornes. Das ist etwas, was unseren Gott ausmacht. Unser Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist, er ist zornig über Sünde. Und nicht nur hier in der Geschichte, sondern das lesen wir durch die ganze Bibel durch. Wenn das Volk sündig wird, wenn es murrt gegen den Allmächtigen, so heißt es dann über 40 Mal im Alten Testament, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk. Wenn das Volk Götzendienst tut, lesen Sie es mal nach, in Richter 2, da entbrannte der Zorn Gottes. Als David da sich zur Volkszählung reizen lässt, entbrennt der Zorn Gottes gegen das Volk. Und wenn Sie ein bisschen auch nur die Psalmen und die Propheten, Jesaja, Jeremia, auch die kleinen Propheten kennen, wissen Sie, dass das immer und immer und immer wieder Thema in der Bibel im Alten Testament ist, der Zorn Gottes. Und nicht nur im Alten Testament, wie viele dann meinen, das sei so eine Sache, naja, das ist ja ein überholtes Gottesbild. Nein, auch im Neuen Testament. Die Verkündigung Johannes des Täufers, die Verkündigung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, die Briefe des Paulus, das, was in der Offenbarung geschrieben ist durch den Seher Johannes, alles Berichte vom Zorn Gottes und Warnungen vor dem Zorn Gottes. Das ist etwas, was ganz entscheidend zum Gottesbild dazugehört, auch wenn auf vielen Kanzeln in Deutschland das nicht mehr zu hören ist. Bitte, das müssen wir wissen. Von vielen Kanzeln innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland werden Zerrbilder des lebendigen Gottes verkündigt, werden Gottesbilder skizziert, die dann so Drittelwahrheiten sind, die aber ganz viele Dinge ausblenden. Und das führt zur totalen Katastrophe, wo Gott nur noch der Gott der Liebe, nur noch der Gott der Barmherzigkeit, nur noch der Gott der Gnade ist. Da muss man sich irgendwann fragen, wofür denn Gnade? Wo nicht mehr vom Gott des Zornes und des Gerichtes gepredigt wird, da wird Evangelium zur billigen Gnade.
Da sagen die Leute, ja, wenn das so ist, dann brauche ich diesen Gott ja gar nicht. Wenn ja alle erlöst werden, wenn letztlich ja alles egal ist, was ich tue. Und wenn dieser liebe Gott nicht so ein alter, da sagt man, der Patriarch in der Ecke ist, nicht wie mein alter Uropa, nicht, dem alles egal ist, der sowieso alles verzeiht, nicht, der gar keine Regung mehr hat, ja meine Güte, was muss ich in die Kirche gehen? Wenn ich aber weiß, dass es einen heiligen und lebendigen Gott gibt und der über jede Sünde, über die Kleinen, über die Großen, zornig ist und der das nicht haben möchte und das ihn erregt, dann weiß ich, wofür Evangelium da ist. Da weiß ich, warum ich das Blut des Heilandes Jesus Christus brauche. Das ist etwas ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen. So wie Gott hier zornig ist über das Volk Israel, über eine Sünde, die einer getan hat, so ist er auch in unserem Leben. Da können wir nicht sagen, naja, also 95% sind nach meiner Meinung gut in meinem Leben, ja, und die 5%, die nicht so richtig laufen, da wird der liebe Gott, nochmal, den lieben Gott gibt es gar nicht in der Bibel, diese Bezeichnung gibt es nirgendwo, das ist auch so ein falsches Gottesbild, da wird ja Gott schon ein Auge zudrücken, das wird er nicht. Wenn nicht das Blut des Heilandes Jesus Christus über Sünde ist, dann bleibt der Zorn Gottes darüber. Johannes 3, Vers 31, ich finde, einer der wichtigsten Verse der Bibel, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das wollen wir nächste Woche auch der Stadt Bremen nochmal neu sagen. Aber eben auch das andere, wer aber den Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Punkt. Hast du Jesus, alles in Ordnung, hast du Jesus nicht, bleibt der Zorn Gottes über deiner Sündhaftigkeit. Da kannst du sonst was für ein anständiger Mensch sein, da kannst du deiner Nachbarin helfen, prima Ehemann sein, da kannst du Haufen Geld, SOS Kinderdörfern spenden und, und. Aber es hilft dir nichts, der Zorn Gottes bleibt über dir, wenn du deine Sünde nicht unter das Kreuz bringst. Die Sünde erregt den Zorn Gottes. Das war damals so und das ist heute so. Und das ist auch in unserem Leben so. Gott möchte nicht, dass wir sündigen. Und das macht ihn zornig. Da winkt er nicht so ein bisschen ab, ist er nicht so schlimm, weil ich den Latzel so lieb habe, weil er so einen schönen Talar trägt. Wenn ich sündige, dann ist der lebendige Gott zornig auf mich. Und helfen tut mir da nur eins, dass ich immer wieder in das Kreuz komme. Das ist das Erste. Sünde, und das sollst du hören für deine Sünde, Sünde erregt den Zorn des lebendigen Gottes. Ein Zweites, was diese Geschichte uns sagt, Sünde hat häufig mit Habgier zu tun. Wenn Sie nochmal, wie ich es Ihnen eben anempfohlen habe, nochmal lesen, Josua 5, 6, 7, dann werden Sie sehen, in Josua 5 endet das Manna. Das Manna war ja die himmlische Speise, die das Volk Israel über 40 Jahre in der Wüste bekommen hatte. Auch da sind sie wieder habgierig, die sind nicht zufrieden damit, dass sie alles kriegen, was sie zum Essen brauchen, sondern dann sammeln die und sammeln und sammeln Habgier, das ist im Menschen drin, damals wie heute. Und am nächsten Tag müssen sie erleben, wie das vergangen ist, nur am Freitag vor dem Sabbat, da dürfen sie eine doppelte Menge einsammeln. Aber jetzt hört in Josua 5 das Manna auf. Auf einmal keine Versorgung mehr vom Himmel. Und jetzt kommt Josua 6, diese Geschichte mit der Eroberung von Jericho. Und da geht dieser Achan hin und da muss er ja seine Zukunft sichern. Dann nimmt er was an sich. Eben das Silber, das Gold, den Mantel, vergräbt er dann unter seinem Zelt. Ist die Habgier, die ihn dazu treibt. Er will etwas haben und denkt, wenn ich etwas habe, dann ist mein Leben gesichert. Dann kann ich getrost in die Zukunft gehen. Und diese Denkweise, wenn ich etwas habe, wenn ich mir etwas aneigne, mein Gold, mein Silber, mein Mantel, meine Aktienpakete, mein zweites Häuschen, meine gute Rente, dann ist meine Zukunft gesichert. Diese Denkweise verurteilt die Bibel aufs Schärfste. Sie nennt diese Denkweise Habgier, dass der Mensch meint, er könne aus sich selber durch das Besitznehmen irgendwelcher Dinge seine Zukunft sichern. Und die Bibel warnt an vielen, 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 vielen Stellen vor diesem Denken. Psalm 119, da bittet der Psalmist, neige mein Herz nicht zur Habgier, dass ich immer mehr haben möchte und denke, durch dieses Mehrhaben werde ich glücklicher und kann mein Leben sichern. Lukas 12 sagt Jesus, hütet euch vor aller Habgier, also egal wie die aussieht. Hütet euch vor aller Habgier, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Es geht so weit, dass in Kolosser 3 die Habgier Götzendienst genannt wird. Habgier ist Götzendienst und da wird gesagt, tötet sie, diese Habgier. Und klar und deutlich wird der Zusammenhang mit der Habgier und dem Zorn Gottes dahergestellt. Da heißt es, um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Habgier ist eine furchtbare Eigenschaft. Leider in unserer Gesellschaft ist es etwas, was zwar nicht
nach außen hin, sondern so unterschwellig bei allen akzeptiert wird. Mehr haben wollen, nach vorne kommen, leistungsbereit sein, hungrig sein, das sind Dinge, die heute junge Menschen beigebracht bekommen in der Wirtschaft, wo gesagt wird, wir müssen expandieren, wir müssen mehr haben, mehr Marktanteile, du musst mehr gewinnen, wir müssen steigern, du musst dich weiter nach oben befördern lassen, mehr haben, mehr haben. Mehr Geld, mehr Einfluss, mehr Macht, mehr PS im Auto, mehr Urlaube, mehr Liebe, mehr, mehr, immer mehr haben, 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 haben. Es geht immer nur um mich. Und wenn dann so die Extrembeispiele auftauchen, dann rümpfen wir ein bisschen mit der Nase, wissen aber, wir würden es genauso machen. Vor 2 Wochen war dieser größte Transfer in der Bundesliga jetzt mit diesem jungen Mann, ich glaube, ist 20 Jahre alt, von Borussia Dortmund, Dembélé. Der wird für über 100 Millionen transferiert, ein Fußballspieler, der nur ein Spiel beherrscht, nach Barcelona. Der verdient schon einen Haufen Geld und seine Berater machen sich aber die Taschen noch mehr voller, reine Habgier. Und wir stehen daneben und sagen, böser, böser, böser Dembélé, nicht? Und in Wirklichkeit sagen wir uns, wenn wir so wären und könnten es mitnehmen, würden wir auch genauso machen. Das ist Anfang des Jahres ein Skandal gewesen mit einem Vorstandsmitglied bei VW, die Frau Hohmann-Dehnhardt, die war früher Verfassungsrichterin, also gut ausgesagt. Und am Ende ihres Dienstes wird sie dann eben im Vorstand von VW zuständig für Ethikfragen. Aber nach einem Jahr überwirft sie sich dort mit den Leuten und wird nach einem Jahr entlassen. Aber mit einer ganz hohen Abfindung, über 12 Millionen Euro für 12 Monate Arbeit. 12 Millionen Euro. Und eine lebenslange Rente auch noch. Und die ist üppiger als alles, was wir zusammenbekommen, hätte ich beinahe gesagt. So. Wahnsinn. Auch da sagen wir, wie kann denn? Und dann gibt es ja Aufschrei durch die Presse. Und doch wissen wir, wenn wir an ihrer Stelle gewesen wären, wir hätten doch genauso gehandelt, hätten wir doch alles mitgenommen. Wir wollen doch auch mehr Geld haben. Die Habsucht ist in uns allen drin, auch in eurem Pastor. Also glaubt mir bitte nicht, dass dieser Text hier euch jetzt anpredigt. Als erstes hat er mir richtig was gegeben, deshalb bringe ich den heute mit. Das mache ich ja häufig so. Wenn mich Texte ansprechen, sage ich, das muss auch die Gemeinde hören. Aber ich bin der erste Hörer dieser Worte, weil ich bin auch immer wieder habgierig. Das ist etwas, was in mir drin ist. Und Habgier bringt Unglück über Menschen. Das ist übrigens das Wort Achan. Hebräisch heißt der Unglück, das Unglückbringende. Immer mehr haben wollen. Nicht zufrieden sein mit dem, was man hat. Gucken auf dem, was man selber noch machen kann, um sein Leben zu erhalten. Und damit wird man vom Teufel weggelenkt, vom lebendigen Gott, von dem man alles hat. Mein lebendiger Gott sagt mir immer wieder, Olli, guck dir die Lilien auf dem Felde an, guck dir die Raben an, wie die leben. So, und die versorge ich mit allem, was sie brauchen. Und ich habe noch viel, viel lieber als die. Was meinst du denn, was ich bereit bin, für dich zu tun? Lebst du davon, weil du irgendwelche Aktien gut platziert hast oder weil du irgendwie guckst, dass du deine Pension bei der BEK gut ins Trockene bringst? Die Habgier ist etwas, die wir ausmerzen müssen. Die darf in unserem Leben nicht sein. Sie ist Sünde. Und vielleicht geht es dir ja wie mir. Vielleicht ist ja auch das Geld, das haben wollen, etwas, was deine Existenz tief im Innern ganz stark betrifft. Dann darf ich dir heute sagen, das ist Sünde. Und ganz vieles, was mit Sünde zu tun hat, hat mit Habgier zu tun. Und da ruft Gott dich auf, dass du gegen diese Sünde angehen sollst. Und das, was du als Sünde erkennst, sei es die Habgier oder etwas anderes, das musst du in deinem Leben ausmerzen. So wie es damals war im Volk Gottes, so ist es auch heute bei den Gotteskindern hier auf Erden. Und damit kommen wir zum dritten Punkt der Predigt. Sünde muss im Volk Gottes ausgemerzt werden. Das ist ja eine brutale Erzählung hier, was hier passiert. Die gehen dahin, stellen die in dieses Tal und dann gehen sie hin, steinigen sie und verbrennen sie und auf die Asche schmeißen sie Steine. Das wird deutlich, hier wird etwas nicht nur ein bisschen getadelt, sondern es wird ausgemerzt. Und jetzt kann man sagen, was für eine blutrünstige, furchtbare Geschichte. Und dann kann man diese Geschichte erledigen, so nach dem Motto, habe ich ja nichts mit zu tun. Aber wenn ich sehe, was hier Gott mir sagt über die Sünde, dann weiß ich, so soll ich mit der Sünde in meinem Leben umgehen. Da, wo ich erkenne, was falsch war, wo ich den Zorn Gottes erregt habe, da muss ich es ausmerzen. Mit diesem lieben Gott und der Sünde ist es nicht so, wie mit so einem Stuhlkreis, wo man sich zusammensetzt. Wir müssen mal reden und dann machen wir eine Arbeitsgruppe, in einem halben Jahr kommen wir nochmal zusammen.
So funktioniert es beim lebendigen Gott nicht. Sondern der verlangt uns, dass wir mit Sünde klare Sachen machen, ausmerzen. Und Gott sei Dank müssen wir uns nicht mehr umbringen, sondern wir können zu dem gehen, der sich für uns umgebracht hat, zu Jesus Christus, und können da die Sünde ausmerzen lassen durch sein Blut. Aber das müssen wir tun. Noch einmal, Kolosser 3. Tötet die Sünde. Um der Sünde willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Tötet sie. Ausmerzen. Ausmerzen übrigens in Wald, das gefällt mir sehr gut. Da können jetzt irgendwelche Psychologen sagen, das sagt eine Menge über den Pastor Letzel, aber ausmerzen ist ein ganz fantastisches Wort. Ich beschäftige mich immer gerne auch so mit, wo Wörter herkommen. Und ausmerzen hat damit zu tun, früher war das so, von den Schafen. Bei den Schafen, wenn die frisch geboren waren, so Anfang des Jahres halt, so im Februar, März, wenn die kleinen Lämmer kamen, da gingen irgendwann die Hirten hin und guckten eben, was sind eben die Schwachen, die Kranken, die keine Chance haben, die quasi jetzt die Herde nur belasten, die nur mitessen, die nur die Milch der Mutter brauchen und vielleicht das zweite Lamm belasten. Und die wurden dann getötet. Wo gesagt wurde, das bringt nichts, das wurde ausgemerzt. Das ist ein hartes, brutales Wort, nicht? Weil das im März geschah, Anfang des Jahres, daher dieses Wort ausmerzen. Aber genau so müssen wir mit der Sünde umgehen. Deshalb habe ich das bewusst hier gebraucht. Ausmerzen. Und wenn Sie dann sagen, der Pastor Latzel, der ist zu hart, nochmal in der Bibel steht, tötet die Sünde. Da gibt es nicht irgendwie so auf Augenhöhe so ein bisschen und diskutieren und wir können mit dem ein Agreement machen. Nix. Töten der Sünde. Ausmerzen. Ich möchte das mit einem anderen Beispiel deutlich machen. Wenn Sie beim Zahnarzt sind und der Zahnarzt guckt bei Ihnen in den Mund und stellt fest, in einem Zahn ist ein Loch, da ist Karies drin. Richtig viel Karies. Da sagt er so, jetzt wollen wir uns mal mit dem Zahn beschäftigen. Und dann bohrt er, das ist nicht angenehm, und da ist so die Hälfte des Karies draußen. Da sagt er, na, ein bisschen müssen wir noch. Nochmal, dann ist drei Viertel draußen. Nochmal, dann sind vier Fünftel draußen. Dann sagt er, ja, wissen Sie was, Herr Latze, hat nicht so richtig geklappt, ist noch ein Fünftel drin. Ist ja nicht schlimm, ich mache mal die Krone drüber. So ein bisschen lassen wir drin. Was würden Sie machen? Dann würden Sie sagen, nee, weiterbohren, das muss ja alles raus. Da muss ich keine Zahnmedizin studiert haben, da weiß ich, da muss alles raus. Sonst bringt das nichts. Der Zahn muss ganz sauber sein, bevor der eben die Krone draufsetzt. Und genauso ist es mit der Sünde. Da ist nicht so ein bisschen dran drehen, sondern da muss der Kampf aufgenommen werden, damit wir es wirklich ausmerzen. Da muss alles raus. So wie damals im Volk Israel. Da wurde nicht gesagt, ja nach dem Motto so ein bisschen, sondern da wird sogar die Frau, da werden die Kinder, das Vieh, das Zelt, alles ausgemerzt. Nochmal, ein brutales, hartes Bild. Aber damit will Gott zu uns heute sprechen. Zu sagen, ihr müsst eure Sünde ausmerzen. Und das Wunderbare ist, dass wir hören dürfen. Wir müssen kein Zelt, schon gar keine Menschen mehr verbrennen oder steinigen. Wir müssen mit unserer Sünde nur nach Golgatha. Das ist unser Steinhaufen. Das ist unser Fels, wo es ist. Da können wir unsere Sünde hinbringen, halt nicht. Und dadurch werden wir rein. Und damit kommen wir zum vierten Punkt der Predigt. Sünde wird durch den Tod des einen getilgt. Hier in dieser Geschichte wird einer getötet, natürlich auch noch seine Frau, die Kinder, aber das gilt als einer. Achan gilt, die Frauen und die Kinder galten damals nicht, die gehörten alle zu ihm. Einer wird getötet und dadurch wird die Sünde genommen vom Volk. Da geht es weiter und sie können das gelobte Land einnehmen. Genau dasselbe passiert in Jesus Christus. Da wird einer getötet für alle, damit alle ins gelobte Land hineinkommen. Mit dem Unterschied, dass Achan die Strafe verdient hatte, Christus aber, unser lebendiger Gott, die Strafe nicht verdient hat. Aber das ist das, was die Bibel uns immer wieder deutlich macht. Jesaja 53 heißt es, der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Er, der schuldlos und sündlos war. Er ward ein Fluch für uns, so heißt es in Galater 3. Oder in 2. Korinther 5. Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht. Wir alle haben Schuld. Und der Einzige, der unschuldig ist, den hat Gott hingerichtet, nämlich sich selber in seinem Sohn Jesus Christus. Hier in der Geschichte, so hart die ist, müssen wir sagen, ja meine Güte, der Achan hat es ja verdient. Der hat die Gebote Gottes übertreten und deshalb ist er getötet worden. Und alle anderen, muss man ja fast schon sagen, Mensch, die sind ja unschuldig, die 10.000 Israeliten, die sich anständig bei der Eroberung Jerichos verhalten hatten, die das Gebannte nicht angefasst haben, die wurden quasi mitbestraft, dass es erstmal nicht weiterging vor Ei. Da sagen wir, Mensch, das ist ja ungerecht. Da kommt in uns ja vielleicht so ein bisschen noch Gerechtigkeitssachen. Wie kann das denn sein, dass die Schuld von einem die anderen alle blockiert? Aber dann wird der eine getötet und dann ist für alle wieder alles gut. Und jetzt müssen wir mal nachdenken, wie es bei uns ist. So war es damals vor 3.300 Jahren. Bei uns ist es so, da ist nur einer unschuldig. Und alle anderen sind schuldig, ich und ihr. Wir sind alle schuldig.
Und nicht die Schuldigen werden bestraft mit dem Tode, sondern der einzigst Unschuldige, Jesus Christus, wird bestraft. Und auf den wirft Gott alle Schuld, der trägt den Bann. Was ist denn dann? Da kann man sich dann nur beugen und demütig sagen, danke Herr. Danke Herr, Halleluja, dass das passiert ist. Die Schuld, die Sünde des ganzen Volkes wird durch den Tod des einen getilgt. Und diese Geschichte macht mir noch einmal die Bedeutung des Kreuzes deutlich. Das ganze Volk, wir alle, die wir zu Gott gehören oder aber nicht, dass wir alle haben Schuld. Und es gibt Vergebung der Schuld nur durch einen, durch Jesus Christus. Er musste gekreuzigt werden. Der alte Posaunengeneral Kulo, der hat eine sehr interessante Predigt gehalten über die Frage des Pilatus, was soll ich denn tun mit Jesus? Und das Volk hat dann ja geschrien, kreuzige ihn. Und dann kommt er zu einer sehr verwegenen Aussage, die aber stimmt. Da hat dieser Kulo der Predigt gesagt, und wisst ihr was, wenn man darüber nachdenkt, über eigene Schuld und dass man vor Gott nicht bestehen kann, da kann ich auch nur schreien, kreuzige ihn. Ja, Jesus Christus musste gekreuzigt werden, damit die Schuld getilgt wird, damit der Zorn Gottes von uns ist. Jesus ist der Blitzableiter für den Zorn Gottes. Golgatha ist der Blitzableiter, damit uns der Zorn nicht mehr trifft. Er musste gekreuzigt werden. Das Einzige, was uns nur noch bleibt, angesichts dessen, was Jesus für uns getan hat, ist der Lobpreis und Ehre. Denn er hat für unsere Sünde alle Schmach getragen und hat den Zorn Gottes abgewehrt. Und das wollte ich euch heute noch einmal neu ins Gedächtnis rufen. Mit aller Schuld, die ihr in der letzten Woche getan habt, die ihr heute noch tun werdet und in der nächsten Woche, könnt ihr fröhlich unter das Kreuz gehen. Könnt Christus um Vergebung bitten und ihr dürft wissen, dass dadurch eure Schuld getilgt ist, dass der Zorn Gottes von euch ist, weil er es getan hat. Und so wie die Israeliten damals immer wieder an diesem Tal Achor vorbeigegangen ist, und da war ja dieser Steinhügel, und dann haben dann die Väter den Söhnen und Töchtern immer erzählt, guck da, da ist der Punkt, wo durch den Tod des einen die Schuld vom Volk genommen worden ist. So ist es auch heute. Dürfen wir heute immer wieder auf Golgatha verweisen und sagen, ja, da ist der Ort, wo durch den Tod des einen die Schuld vom Volk genommen worden ist, wo der Zorn Gottes gestillt worden ist. Wenn ich das verstanden habe, dann merke ich, dass diese Geschichte von damals heute zu meiner Geschichte wird. Dann geht es mir so wie an dem Gepäckband im Flughafen in Frankfurt, dass ich merke, das geht mich ja an. Das ist ja meine Geschichte. Und wenn ich das verstanden habe, dass der Tod des einen, der Tod von Jesus Christus, meine Schuld getilgt hat, dann bleibt mir eins nur, die Dankbarkeit für das, was der Heiland Jesus Christus für mich getan hat. Und das wünsche ich euch auch. Die Erkenntnis darüber, dass ihr Sünder seid, dass Gott eure Sünde hasst und dass er zornig darüber ist, dass ihr aufgerufen seid, gegen die Sünde vorzugehen, aber dass ihr wissen dürft, wie ihr vorgehen könnt, nämlich dass ihr es unter das Kreuz von Golgatha bringen dürft und dass das Blut Jesu euch reinwäscht und dass euch dann nur noch eins bleibt. Jesus Christus Ehre, Lob und Preis zu bringen für das, was er für uns getan hat. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.